Hallo liebe Physikfreunde, herzlich willkommen zum Video Zwei Widerstände. Als Lernvoraussetzung möchte ich nennen, dass ihr unbedingt quadratische Gleichungen lösen könnt. Und es wäre schön, wenn ihr bereits über ohmsche Widerstände in der Schule gesprochen habt. Beginnen wir mit zwei ohmschen Widerständen. Um sie unterscheiden zu können, soll der eine rot sein, der andere grün. Nun wisst ihr sicher aus der Schule, dass man diese Widerstände auf verschiedene Arten anordnen kann. Eine Möglichkeit wäre, dass beide hintereinander geschaltet sind. Man sagt, sie sind in Reihe geschaltet, eine sogenannte Reihenschaltung. Links. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass sie nebeneinander im Stromkreis vorliegen. Man spricht dann davon, dass sie parallel geschaltet sind. Eine sogenannte Parallel. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com